Der in der Union schwelende Machtkampf gegen die Bundeskanzlerin wird nun offensichtlich mit immer größerer Kraft auch auf offener Bühne ausgetragen. Dabei wissen wir, dass dieses Land nichts weniger gebrauchen kann als Minister, die für den innerparteilichen Geländegewinn die Zuverlässigkeit der Bundesregierung aufs Spiel setzen. Es sind Chaostage in der Union. Die rechte Hand weiß offensichtlich nicht, was die Linke tut. Aber das schadet dem Regierungshandeln und nutzt vor allem einen, nämlich den rechten Rattenfängern. Da, wo Unsicherheit und Beklemmung in der Bevölkerung wachsen, da erhalten, das wissen wir, Ausländerfeinde und Rechtsextremisten natürlich leichteres Spiel. Wir, die SPD, wollen, dass dieses Land aber vor allem durch Humanität und Solidarität weiter zusammengehalten wird. Unser Handeln dient diesem sozialen Zusammenhalt unseres Landes. Und deswegen müssen wir vor allem darauf achten, wie wir mittel- und langfristig notwendige Zukunftsinvestitionen sichern können, damit wir für alle Menschen in diesem Land ein Jahrzehnt der Integration erzielen. Wir müssen für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen, und das bezieht sich explizit nicht alleine auf den sozialen Wohnraum, sondern vor allem auch auf den geförderten privaten Wohnungsmarkt. Und wir müssen zum Zweiten natürlich die Herausforderungen des Arbeitsmarktes in den Blick nehmen. Dazu müssen wir einen gesellschaftlichen Pakt für mehr Bildung, Ausbildung und Qualifizierung in diesem Land sicherstellen. Ja, und auch an diesem Wochenende haben wieder Zehntausende Freiwillige überall in Deutschland den Flüchtlingen geholfen, zum Teil bis an die Grenze ihrer Erschöpfung. Und deswegen sind wir es eben nicht nur den Flüchtlingen, sondern auch den vielen Helferinnen und Helfern in diesem Land schuldig, dass wir eben die schnellen und wirklichen Lösungen auch umsetzen, anstatt uns über Scheinlösungen zu zerstreiten. Es ist nicht die Zeit für parteipolitisches Klein-Klein, sondern für entschiedenes Handeln. Und die SPD fordert die CDU/CSU deswegen entschieden auf, zum gemeinsamen Handeln auch zurückzukehren. Der Vorstoß des Innenministers stellt die gesamte Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und damit auch der Kanzlerin in Frage. Der Familiennachzug ist eine Frage der Humanität, und er muss auch für Flüchtlinge, insbesondere Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention, auch aufrechterhalten bleiben. Wir haben darüber gesprochen, inwieweit für die Flüchtlinge, die nach dem Subsidiaritätsprinzip bei uns sind, dieser Familiennachzug vorübergehend ausgesetzt wird. Die Debatte, die wir jetzt führen, ist jedoch eine völlig andere. Und ich finde sie auch in der Sache nicht zielführend, unabhängig von dem humanitären Anspruch, den man hier aufrechterhalten sollte aus meiner Sicht, ist es auch im Moment keine relevante Lösung mit Blick auf den Flüchtlingszustrom. Denn im Moment geht es überhaupt nicht darum, die tatsächlich beantragten Familiennachzüge auch abzuarbeiten. Wir stehen also quasi gar nicht vor der konkreten Herausforderung, dieses zu beantworten, sondern es muss jetzt darum gehen, Ordnung in die Verfahren zu bringen, nach welchem Status die Flüchtlinge hier bei uns aufgenommen werden oder aber eben durch die dezentralen Einreisezentren auch eine schnelle Bearbeitung in der Hinsicht sicherzustellen, dass wir zu einer schnellen Rückführung derjenigen, die eben nicht unter den jetzigen Bedingungen unseren dauerhaften Schutz finden können, sicherzustellen.